Und es geht weiter bei Let's Play Pokémon Gelb. Gut, wir sind jetzt in Fuchsane City angekommen. Und jetzt ja, gucken wir mal die Stadt. Aber jetzt müssen wir uns vorgesenden und unsere Pokémon heilen. Ihr merkt, wir haben bereits ein vergiftetes Pokémon. Ist auch nicht so vorteilhaft, wenn wir damit dann rumlaufen. Gut, also. Hey, komm, ein Pokémon, der wird ein Pokémon, die ja, ja, ja. Nicht quatschen. Ahnen die Arbeit. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, das werde ich. Okay, erkunden wir erstmal die Stadt und sprechen mit allen Leuten. Hätten wir im Pokémon vielleicht noch gleich mit allen reden können. Westlich von Vertania City liegt ein Pfad. Er führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga, der höchste Instanz für Trainer. Aha. Man kann nicht. Man kann nicht nur einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alle Pokémon sollten ungefähr den gleichen Level haben. Ja, es ist weiß dran. Du schüttelst die Pokémon. Dann geh in die Safari-Zone. Da gibt es viele seltene Pokémon. Ja, ich merke, ich habe einen leichten Schnupfen. Ich muss dauernd schneuzen. Bild sammelt auf seinem PC Daten über Pokémon. Hat er die sich schon gezeigt? Ja, hat er. Der wichtigste Charakter ist sehr alt, aber er ist noch immer im Dienst. Allerdings trägt er ein Gebiet. Hast du schon Bill getroffen? Er ist mein Enkel. Schon als kleines Kind hatte er gerne alles Mögliche gesammelt. Aha. Der Mario von Pokémon hat, glaube ich, auch, Käfer gesammelt, soweit ich weiß, und dann deren Stärken und Schwächen verglichen, und daraus kam dann das Pokémon-Spiel, die Idee davon. Naja, aber was bist du für einer? Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Natürlich. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Jetzt haben wir die Profi-Angel, die zweitbeste Angel im Spiel von dreien. Okay, dann testen wir sie mal aus. Und setzt Profi-Angel ein. Na komm, das probieren wir jetzt gleich nochmal. Hier kann man, glaube ich, Garados fangen. Und da habe ich früher immer meine Goldinis gefangen, wenn ich welche wollte. Und das kommt raus. Ja, wie gesagt, ein Goldini. Die habe ich hier früher immer gefangen. Ich hatte sogar einmal ein Ziel, das war gut. Aber hier kann man auch Garados fangen und das will ich auch mal austesten. Oder wir schauen mal in Pokédex nach. So, was ist so? Wo ist denn Garados? Ach, wir sind noch gar kein Garados begegnet, sowas. Okay, dann probieren wir es einfach nochmal. Ich hole es jetzt noch zweimal, wenn die nächsten zwei kein Garados sind, dann lassen wir es gut sein. Oh, das Profi Himmel ein. Nicht einmal ein alter Stiefel, dann geht das nicht schön. Profi Himmel. Schon wieder nichts? What the hell? Ja, das ist ja nur ein kleines, ja, ein kleiner Fluss, quasi, ne, ein kleiner Bach, sag mal so, ein Teich oder sowas. Quapsel. Haben wir auch noch nicht, wild gesehen. Oder angefunden, wie auch immer. Edward! Okay, noch einmal. Wenn das nächste kein Garados ist, dann lassen wir es gut sein. Und dann müssen wir das mit der Superangel probieren. Ich glaube, ich versuche es mal mit der Superangel, wenn es dann nicht klappt. Mal schauen. Jetzt ist aber gut. Jetzt haben wir schon 5 Minuten fast. Und wir haben nichts Besseres gemacht, außer ein bisschen angeln. Dafür mache ich den Part, glaube ich, wieder ein bisschen länger.
Endlich mal was. So, was ist es? Oh mein Gott. Das ist eine Beleidigung. Okay, lass uns gut sein und machen was anderes. Gut, was ist in dem nächsten Haus? Safari-Zone. Haus des Wärters. Gehen wir mal rein. Aha, er sammelt also Felsen. So, so, so. Pfeffer. Hallo, Pfeffer. Ja? F-F-F-F-A-O-F-I-O-F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 
keine Safari-Welle mehr hast oder wenn die Zeit abgelaufen ist, endet das Spiel. Bevor du dich auf die Jagd begehst, solltest du Raum für neue Pokémon schaffen und deine freie Pokémon-Box anwählen. Und das ist eine gute Idee. Ich glaube, das mache ich noch gleich. Bevor wir da auf die Safari gehen. Ich wollte sowieso noch auf die Box und die ganzen Items, die wir nicht brauchen, lagern. Bei der Safari-Zone gibt es auch sehr viele Items, die wir noch einsammeln können. Und ja, es wäre schade, wenn wir die einfach links liegen lassen würden, ne? Schade, dass es hier keine Turbo-Treter gibt. Gibt's glaube ich erst auf der dritten. Bei den Turbo-Treter muss man B gedrückt halten, dann kann man rennen. Naja, okay. Gut, geheilt sind unsere Pokémon schon, ne? Jawohl, sind sie. Oh, ich schalte den PC an. So, wechseln wir einfach mal die Box. Ja, vor jedem Boxwechsel muss man speichern. Das ist halt bei den alten Pokémon-Spielen so. Gut, die Box ist gewechselt. Jetzt schauen wir mal uns auf unsere Box nach. Ne, nicht aufnehmen, sondern ablegen. Ja, genau, wir wollten unseren Lurak noch Dinge beibringen. Fliegen. Hitzko braucht man nicht mehr. Sondern wir heben uns für den Schluss auf. Die Superangel brauchen wir auch nicht. Die haben wir ja zu Demonstration. Scheiße, das habe ich zwar versehentlich abgelegt. Die haben wir ja nur zur Demonstration gekauft oder geholt. Und die TM, die verwenden wir ganz am Schluss, wenn wir in der Liga sind. So, jetzt nehmen wir unsere Fahrrad wieder mit. Fahrrad. Wo ist unser Fahrrad? Hier. Und 5 Sonderbomben haben wir. Das ist sehr gut. Jetzt gehen wir mal in den Markt gleich. Oh, Moment. Ach ja, fliegen wollte ich noch mitnehmen. Genau, hätte ich fast vergessen. So, fliegen ist VM2. Oder haben wir sie überhaupt geholt? Ich glaube schon, ne? Ja, hier ist VM2. So, Glurak kann man erst ab dieser Generation, also erst ab der gelben kann man Glurak fliegen beibringen. In der roten und blauen ging das zuvor nicht. So. Er sagt, dass wir vergessen werden. Raserei. Okay. Gut, wir haben jetzt soweit alles erledigt. Jetzt gehen wir in die Safari-Zone. Gut, dass wir uns dick dabei haben. Hier gibt es viele Büsche zum Beschneiden. Eigentlich braucht man hier den Zerschneider, um da zur Safari-Zone direkt hinzukommen. Man kann nur hier auch außen rumgehen. Weil viele nehmen diese FX vom Zerschneider mit, habe ich bei anderen Let's Plays gesehen. System aber nicht so. Für eine 500 Pokédollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du nur willst. Möchtest du auf die Jagd gehen? Ja, selbstverständlich. Deswegen bin ich ja hier. So, 30 Safari-Bälle. Gut, laufen wir einfach mal schnell weiter. Was ist das für ein Schild? Rasthaus. Aha, geh mal. Ja, wir hätten unsere Angel vielleicht doch mitnehmen sollen, weil hier kann man sich Dratinis holen, aber ich will eigentlich gar keine Dratinis. Ein Owei kann man sich nur hier fangen. Gut, wir haben die Wahl, einen Stein zu schmeißen. Durch einen Stein wird's wahrscheinlich, dass das Pokémon feed, aber es ist leichter, dann zu fangen. Beim Köder ist es genau umgekehrt. Okay, ich schmeiß einfach mal einen Safari-Ball. Yeah. Okay, es ist geflohen. Kann man nichts machen. Okay, laufen wir einfach mal weiter. Zentrum Norden, Areal 2. Ich laufe jetzt einfach mal grob durch und erkunde mal ganz grob erkunden. Ein Nidoran weiblich. Ich schmeiß einfach mal einen Ball, was soll's. Ja. Gut, dann jetzt ein Stein. Ja, es ist geflohen, ganz wie ich sagte. Es ist wahrscheinlicher, dass es dann flieht. Naja. Gut,
Hier oben links seht ihr die Schritte und die Ballanzahl, die wir noch haben. Ja, maximal 435 Schritte. Wenn man die Schritte verbraucht sind, dann endet das Spiel. Und wir müssen dann später alles von vorne anfangen. Hier ist ein Item, das holen wir uns aber später. Ich will es jetzt ganz schnell durch, ganz grob durchhaben. Rot für eine Top-Genesung. Hier ist ein verstecktes Item, ne. Und wir werden angegriffen von einem Ober wieder. Wurden wir jetzt mal taktischer und werfen mal einen Köder. So, jetzt mal noch ein Köder. Und jetzt ein Stein! Ah. Die sind aber empfindlich. Oh, ich wurde von einem Stein erwischt. Ich hau mal ab. Selbst für Trainer. Die verbleibende Zeit verstreicht nur, wenn du läufst. Ja, das stimmt. Wenn man läuft, dann verbrauchen sich die Schritte, habe ich euch vorhin erklärt. Hier nochmal ein weibliches Nidoran. Und Pokéball! Und Safariball in dem Fall. Yeah! Dieses wilde Pokémon vermeidet den Kampf. Das kleine Horn auf seinem Kopf enthält Gift. Nee, kein Spitznamen, ich bin da so entfernt von. Ach, ein Schritt und dann... Oh Mann! Nidorina, die Waldentwicklung. Gut, ich schmeiß mal einen Stein. Und Survival! Fast, es ist geklappt, ja. Verdammt! Schade, dass es hier keinen Horrorblick gibt. Okay, wie geht's denn jetzt lang? Muss ich mal überlegen. Ich glaube, es geht hier nach oben, ne? Rehorn. Kann man sich auch nur hier fangen. Also es gibt hier viele Pokémon, die man sich hier nur in der Savarei-Zone kaufen, fangen kann. Ja, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Aha, ein Item. TM40. Fällt mir gerade ein, ich glaube, es ist Schädelwurmel. Ja, Schädelwurmel ist es. Heben wir uns für später auf, wenn wir sie brauchen. Nidorina! Und Flucht! Protein! Mit den Angriffswert. Setzen wir uns gleich mal ein, was soll's. Gut, was braucht man wohl Angriffswert? Ich glaube mal Glurak. Der Glurak greift mit Schlitzer an. So, hier geht's nach unten. Wie viele Schritte haben wir noch? Ja, noch genug. Selbst für Trainer, bis zum geheimen Haus ist es nicht mehr weit weg. Geheimes Haus, davon wusste ich gar nichts. Belohnen. Und was ist das? Goldene Zähne. Wer lässt denn seine Zähne rumliegen? Das frage ich mich echt. Naja. Belohnung. Wer die Goldzähne des Parkwächters des Farizone findet, erhält eine Belohnung. Finder, melden sich bitte beim Parkwächter. Ah, gut. Dann kriegen wir was. Wahrscheinlich. Woher weiß ich eigentlich, dass wir das kriegen? Ich hab nichts gehört. Das ist Doppelteam, schätze ich. Jawohl. Und hier findet man Beleber. Aha, was ist das? Oh, endlich! Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. VM3. Was ist VM3? Surfer, nehme ich an. Ja, natürlich ist es Surfer. Was Surfer bewirkt, sage ich euch irgendwann mal. Bringen wir Surfer natürlich Turtok bei. Und vergessen Aquaknarre. Gut. Surfer können wir eigentlich noch nicht einsetzen, weil, wir brauchen dafür erst den Orden von der Arena. Hilfe Trainer, bis zum Geheimen. Ja, das hatten wir schon. Wie viele Schritte sind es noch? 132, naja.
latschen wir mal zurück und versuchen, die Items einzusammeln. Weil ich werde da gleich nochmal reingehen und die ganzen Items einsammeln. Was ist das für ein Haus? Rasthaus. Mein Evoli hat sich zu Flammhalt entwickelt, aber bei einem Freund hat sich zu Aquane entwickelt. Geh in die Safari-Zone. Du kannst dort einen Preis gewinnen. Ich bin ja schon dort in der Safari-Zone. Was redet der denn da? Alle Items, die du findest, gehören dir. Aber dir wird die Zeit davonlaufen, wenn du alle auf einmal einsammeln möchtest. Das stimmt. Das Problem haben wir gerade. Wir haben nur noch 58 Schritte. Ich kenne mich jetzt gerade nicht aus. Ah ja, da. Hier sind wir genau. Genau. Ein Rehorn. Und Safari-Ball. Yes! Rehorn wurde gefangen. Rehorn steigert sich so in einem Kampf hinein, dass es kämpft, bis es Eier mattet und einschläft. Noch ein Pokémon für unser Team. Ne, nicht Team, sondern wie viele Pokémon haben wir jetzt insgesamt eigentlich? 2 Schritte haben wir noch, lol. Okay, das kann man jetzt knicken, das Spiel. Jetzt könnte man vielleicht auch angeln, wenn wir Angel hätten, aber nee, das geht jetzt nicht mehr. Weil wir die Angel nicht dabei haben. So. Weitjagd erfolgreich, wir sehen uns bald wieder. Okay, gehen wir gleich wieder rein. Ja, da gibt es irgendwie auch so einen Glitch mit Sunnytown, ne? Den werde ich ganz am Schluss in dem Special machen. Das ist nämlich nur mit der Safari-Zone möglich. Okay, das Ganze nochmal. Diesmal in der ausführlichen Version. Oh, je, Pachas-Eck. Ist, glaube ich, selten zu finden. Taktischerweise schmeiße ich meinen Köder. Ach, ich vertippe mich dauernd, wenn ich noch einen. Jetzt, ich wollte jetzt gerade keinen zweiten schmeißen. Naja, jetzt versuch ich mal mit dem Ball. Ja, es kommt doch, wenn man mal einen Köder schmeißt. Ich schmeiße sogar noch einen. Ich gehe jetzt auf Risiko. Und ich habe zu viel Risiko eingesetzt. Naja. Ja, hier gibt es nicht viel zu sagen, also, hier gibt es die seltensten Pokémon von dem Spiel in der Safari-Zone. Aus dem Grund, weil man sie nur hier fangen kann, habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt, aber dann sage ich es euch eben zweimal. Hier ist noch ein Item, das wir nicht eingesammelt haben. Carbon, die Verteidigung. Oder nee, die Initiative, nehme ich an. Ja, Initiative, genau. Gut, das braucht eine Initiative, Relaxo. Das Initiative wird nie so hoch sein, dass, also, ja, Glurak. Weil, Relaxo hat so eine niedrige Initiative, da lohnt sich es nicht aufzufüllen, weil die ganzen Vitamine kann man nur, eine begrenzte Anzahl mal einsetzen. Also, jedes Pokémon kann man nicht zum Beispiel 100 mal Carbon geben, also das geht leider nicht. Ein Traugasso. Uiuiui. Schade. Nochmal. Yes! Traugasso wurde gefangen. Gut, einsam. Traugasso trägt den Schädel seiner Mutter als Maske. Sein trauriges Wein halt darin wieder. Okay, was ist das für ein Item? TM 37. Was ist das für ein Item? TM. Eierbombe. Können wir nur Coco bei oder Chanel, glaube ich, beibringen. Finde ich scheiße, die Attacke. Naja. Ein Top-Trank. Ich glaube, jetzt haben wir alle Item. Aber ich gehe nochmal schnell durch und dann werde ich das Ganze nochmal machen und dann fangen wir ein paar Pokémon. Ah ja.
In diesem Haus waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ui! Tauros! Tauros, Tauros! Okay, einfach mal einen Ball schmeißen. Mist, das Pokémon hat sich befreit. Naja, Tauros ist schwer zu fangen. Krass, Tauros. Wie viele Pokémon hast du bereits gefangen? Ich bin total erschöpft. Ich habe einen Chimera gefangen. Oh, Respekt. Die Mühe hat sich gelohnt. Was für ein Spaß, aber jetzt bin ich hundemüde. Echt geiles Rathaus, ein leeres Haus mit einer Theke. Nidoran männlich. Ich flieh mal, ich habe jetzt keine Lust drauf. Okay, was ist jetzt? Es ist eine Enttäuschung. Naja, was soll's. Ja, egal. Das muss gut sein. Ja. Das hier oben ist eine fiese Falle, da kann man leicht reingehen und dann verliert man ein paar Schritte. Ich glaube, hier unten waren wir noch nicht, ne? Das ist für Trainer. Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Laufe durch das hohe Gras und scheuche sie auf. Als ob ich das nicht wüsste. Ist hier was? Warum laufe ich eigentlich nicht durchs Gras? Ist denn hier eine Fallzone? Und nicht im Kindergarten, wo man das Gras vermeidet. Ja, das war jetzt ein schlechter Vergleich. Ich weiß, mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Parasek hat sich befreit, oh mein Gott! Jetzt aber bleib drin! Komm schon! Das ist ein Fleet, wundert mich! Ich kann es den ganzen Tag! Okay, er hat keinen Bock mehr. Na, Pikachu! Oh, süß. Ach, scheiße. Vertippt. Naja. Wie viele Schüsse sind's noch? 200 ungefähr. Nicht schlecht. Gut. Kangama! Haben wir draußen schon gesehen im Pokémon Zoo. Verdammt. Ich glaube, wir müssen gar nicht mehr reingehen. Ich glaube, wir haben schon alles gut gemacht. Verdammt, oh, Scheiße? Scheiße, naja, egal. Ich würde mal gerne den Chimera begegnen. Das war Rival. Ja. Nein. Oh, doppelt nein. Naja. Ja, Areal 2. Hier lang? Tipps für Trainer. Erforsche die Fallzone. Finde das versteckte Haus. Das haben wir bereits. Ja, den Ort kenne ich gar nicht so richtig. Ah, hier sind auf jeden Fall ein Item. Gut, dass wir hier waren. Also den Ort, da war ich. Den kenne ich überhaupt nicht. Oder vielleicht doch, ich habe keine Ahnung. Hier ist noch ein Item. Wir schubben uns noch 100 genau. Nidorino. Die Weiterentwicklung von Nidoran männlich. Ja. Verdammt. Ach, alle guten Dinge sind zwei. War ich ja auch immer. Oder drei, wie auch immer. Und verdammt. Ein Topftrank. Verdammt, der Kevin findet einen Topftrank. Knocker! So, wir haben den Pokémon Turm Kämpfe gefangen, fangen wir eben hier ein. Und bam! ich scheiße auf die Taktik mit dem Wellen und so, also mit dem Stein und so und Ködern, aber egal. Irgendwann bleibst du drin. Auf die Art habe ich auch einen Chimera gefangen.
Ach, Mist. Oh wei, ich finde ein Oh wei. Und wir haben noch 5 Bälle, jetzt ist noch 4. Ja. Ah. Alter, bleib mal drin. Na super, beim letzten Mal flüchtet. Ey, wie geil. Okay, was ist hier oben? Ein Haus. Rasthaus, schon wieder eins. Wenn du Steine auf Pokémon hörst, fliehen sie mal. Aber sie sind dann leichter zu fangen. Yep, das habe ich euch schon gesagt. Ich habe lange gesucht, aber keine neuen Pokémon gefunden. Wenn du ihnen Köder zuwirfst, sind die Pokémon leichter zu fangen. Was redet ihr da? Ist immer schwerer zu fangen. Die finden halt dann bloß nicht. 23 Schritte bleiben uns noch in der Freizone. Nidorino, ja, ich fliehe jetzt einfach mal, was soll's. 12 Schritte. Okay, ein Pokémon, komm schon noch. Eins will ich noch haben. Jetzt aber. Oh, schade, den letzten Ball wollte ich noch verschwenden. Naja, was soll's. Okay. Dann, geben wir dem Wächter seine Zähne. Zack. So. Okay, hier sind wir. Und gibt dem Wächter seine Goldzähne. Der Wächter setzt das Gebiss ein. Danke, Junge. Niemand hat nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. VM4. Das ist Stärke. VM4. Wem bringen wir denn VM4 bei? Relaxo wäre eine Option. Ja, komm, Relaxo, was soll's. Können wir Stärke verwenden? Mit der Stärke kann man hier Felsen bewegen. Ungefähr so. Und die Belohnung ist ein Sonnenbonbon. Ich werde später bereuen, dass ich Relaxo Stärke beigebracht habe, aber egal. Naja, so viele Attacken wird Relaxo auch nicht lernen. Und gehen wir ins Pokécenter. Komm, Pokémon sind wir in den Pokémon und machen sie wieder fit. Danke, deine Pokémon sind wieder fit, ja, ja. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob ich Koga machen soll oder den Part beenden soll. Ach, wisst ihr was, ich mach Koga. Ich hab grad so viel Spaß und je mehr Spaß ich hab, desto besser. Also machen wir gleich Koga. Oh ne, machen wir nicht. Bis zum nächsten Teil. Verarscht. Tschüss, Leute.